Grüß euch, ich bin's wieder, der Bauernsepp. Ihr wisst wahrscheinlich, dass die Elektroauto jetzt kleine Nummerntafel kriegen. Und da hat man in vielen Städten Vorteile dadurch. Nur, Wien ist wieder mal anders. Die Werbung stimmt. Du darfst nicht gratis parken und sonst auch nichts. Weil die Frau Vassilakou sagt, ein Elektroauto braucht genauso viel Platz wie ein normales Auto. Liebe Frau Vassilakou, ich weiß ja nicht, was für Probleme Sie haben. Allerdings, das zeigt, dass Sie nehmen, das möchte ich auch. So ganz durch und durch grün schauen wir Sie nämlich nicht aus. Weil einen Unterschied gibt schon bei Elektroauto, wissen Sie? Die stinken nämlich nicht. Schaut, das wird nämlich mit der Sonne aufgeladen. Und drum fahrt's emissionsfrei. Und wenn's fährt, dann ist's leise. Nicht so wie die anderen. Also, ich hätte schon geglaubt, dass Wien eine große Stadt ist und dass dort viel gescheite Leute wohnen. Aber so schaut's mir nicht aus. Der Brieftrager und der Bagageldienst, die fahren nämlich sicher nicht mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn. Also ein bisschen was könnt ihr euch schon überlegen für die Elektroauto. Weil alles kann man nicht mit den Öffentlichen machen. Und wenn sich ein wenig anstrengt, dann geht es. Glaubt's mir's. So, Frau Vassilakou, jetzt schauen Sie noch das Video an. Da sehen Sie, wie er mit einem Elektroauto fährt. Und da sehen Sie ein wenig was wie ein Photovoltaik. Und mein Kanal können Sie auch gleich abonnieren, dass Sie immer auf dem Laufenden sind. Bis zum nächsten Mal. Danke.